Hallo Leute, jetzt gibt's noch eine kurze Folge von mir, weil ich mir gedacht habe, oh, haust du denen das jetzt so rein oder nicht? Ja, wie machst du das am besten? Weil es geht darum, ich habe ja nochmal ein Video aufgenommen, wie mein Bruder am Zocken ist. Und das wollte ich euch auch natürlich noch präsentieren. Und dann dachte ich auch, naja, wie machst du das? Naja, mach's mal lieber in einem Video, was du zusammenschneidest. Das kommt, glaube ich, ein bisschen besser rüber. Ich hau hier jetzt noch einen Angriff raus. Und mein Handy klingelt wieder. Bla bla bla. So, okay. Egal. Ah, das lohnt sich gar nicht. Also wie gesagt, Stream ist ja gestern. War das gestern oder war das vorgestern? Nee, ich glaube gestern war das. Ja, gestern. Und das lief ja super gut. Das fand ich richtig cool. Qualität muss ich auch sagen, finde ich jetzt im Nachhinein vom Bild her auch echt doof. Aber ja, so ist halt Leben. Ah, okay, der hat das hier relativ mit seinen Luftfegern relativ clever gemacht, dass ich dann von der Seite aus rangehen müsste. Und das mache ich einfach mal. Also wie gesagt, sorry nochmal für die doch im Nachhinein doch etwas blöde Qualität. Tonqualität hat mir dann auch nicht so ganz gefallen, aber war schon mal tausendmal besser als früher. Von daher passt das schon. So, jetzt schauen wir mal. Wir wollen natürlich ihm hier schön was rauslocken. Klar, dass die Mauerbrecher wieder dahin gehen, wo sie gar nicht gebraucht werden, aber gut. Ja, genau. Wie wäre es einfach mal, wenn du schön an die Siemermauer gehst? Genau dahin. So, jetzt gucken wir mal hier. Das sollte noch gechillt gehen. Ich war jetzt heute echt schon am Überlegen. Macht man jetzt doch schon den Giftzauber hoch oder nicht? Und ja, ich habe mich erstmal wieder dagegen entschieden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt die Kosten dann auch wieder am Explodieren sind. Oh, jetzt haben wir dann Magier? Nee, das ist es mir nicht wert. Ganz ehrlich, Magier, ich habe Angst. Fertig. Ganz klare Sache. Da habe ich keinen Bock drauf, dass ich da vom Magier auseinandergenommen werde. So, jetzt gucken wir mal. Ich hau mal noch einen Heiler rein. Schauen wir mal. Ich denke mal, der müsste in den inneren Bereich gehen, ganz genau. Luftabwehr hier erstmal wegballern. Sehr geil. Und dann sollte das ganz cool laufen. Ja, geil. Wenn er jetzt sogar noch eine Tesla am Start hat, die zieht meine Queen ja förmlich rein. Und dann sollte das auch gleich mit dem Dunklen klappen. Hoffe ich doch mal. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch meinen, ja genau, ich wollte schon sagen, ich könnte jetzt pokern und sagen, gut, okay, komm, ich hau jetzt die 4 Erdbebenzauber raus. Bloß, das ist auch irgendwo ein bisschen doof. Von daher sollte das so passen. Und ich würde fast sagen, die wird eventuell sogar nochmal auf das LX gehen. Aber das werden wir gleich sehen. Zeit genug ist ja noch. Ah, ich könnte mir das echt vorstellen, dass die danach, nach der CB rausgeht. Vielleicht kriegt sie noch. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass sie noch an Luftfeger geht. Ne, Minenwerfer. Und jetzt die beiden Sachen hier natürlich noch. Und dann wird sie irgendwie rausrennen. Mal gucken. Ich bin da ganz offen. Mal gucken. Aber ich meine, wirklich viel wird sie hier nicht mehr kriegen können. Klar, weil Alex, der Rest, ja, das ist... Ich gebe dem nicht mal ein Schild. Ich bin Arsch. Das passt. So, und jetzt gucken wir mal, was wir noch an Troops haben. Wenn wir nämlich gut sind... Nee, schade, wir haben wirklich alle Mauerbrecher verballert. Ich könnte jetzt wirklich sagen, gut, okay, komm, lass mal mit dem Erdbebenzauber raushauen und da einen Angriff starten. Aber das ist mir auch ein bisschen zu tricky. Dann geht es am Ende nicht auf, habe ich keinen Bock drauf. Absolut nicht. Und dann verliert man so eine Sachen und dann ist das nicht mehr so lustig. Von daher kommt jetzt noch der Angriff von meinem Bruder. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und das soll es erstmal für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche euch was. Zweiter Teil vom Stream kommt auch die Tage noch. Ich habe das so ein bisschen im Wechsel gemacht, dass man nicht nur die epischen Angriffe hat, sondern dann eben auch einen Teil von dem Stream. Ihr haut rein. Ciao, ciao. Bruder mal am Zocken. So, dann schauen wir mal, ob das was wird hier. Na, 1, 3, ja, passt. Ja, guck mal, der Rest ist schon ja nicht so schlecht. So, dann machen wir den. Ah, der Fokus ist gut. Okay, du greifst ganz anders an als ich.
Na, die ist kurz vor Daumen gewesen, ey. Okay, in den Jump hast du dann, als Reserve. Alter, du hast den King sogar noch. Den hau ich früher mal raus. Nee, den lasse ich mir. Nee, den benutze ich eigentlich gar nicht. Okay. Na, wenn ich ihn habe, also meistens pennt er ja bei mir. Aber wenn ich ihn habe, dann hau ich den früh raus zum Clearen. Dass ich den einfach easy geklärt habe und fertig. So, jetzt weg. Geh mal auf Nummer sicher und auch noch die Zwerge drin. Ja, da sollte man auch nicht zu unspendabel sein und dann lieber raus und dann fertig. So, und jetzt wird's auch aufgehen. Genau. Und ich meine, wir hatten 1,3, wa? Oder 1,5? 1,3, ja. Immerhin, und der Restressourcen sind ja auch nicht schlecht. Das war der erste Angriff, den er mir gezeigt hat, also den Genau, ersten also Gegner. erster Attack, und der sieht wirklich gut aus, also das sollte passen. Ich mache hier mal ein bisschen Ablenkung, dass sie mir nicht auf die Heiler gehen. So, und die soll man langsam rennen. Ich würde Ja, mich aber gerne guck mal, alleine von Ressourcen jetzt schon passtet. Und dann wird es eventuell noch auf die. Okay, Moment, ich muss mal gucken, ob ich das hier sehe. Auf die Kanone da gehen. Also jetzt hat sich das schon erledigt. Einwandfrei. Jetzt denke ich mal. Ah. Wie soll er diese Firma spacken, Ah, 50 Sekunden, langsam wird es eine enge Kiste. Könntest theoretisch, na, obwohl nee, oh, Glück gehabt, dass du da die Wand hattest. ich Richtig werde geil. jetzt trotzdem noch einen Rage machen, dass sie hier alt weg Ja, macht. klar, könntest du, das würde sich lohnen. Na, du hast ja den Rage nicht, na, ich hätte den Rage dichter Ich habe ihn perfekt gesetzt. an die Queen gesetzt. So ist die ganze Zeit drin. Die wäre auch die ganze Zeit vorher sonst drin gewesen. Weil sonst wären nämlich die Heiler drin gewesen, aber das stört ja nicht. Du hast ja nicht mehr. Oh, jetzt Connection lost. Ja, wir sind live dabei. Da kann auch sowas mal passieren. Aber von Ressourcen selbst sieht es auch gar nicht so verkehrt aus. Das hat alles gut gepasst. So sieht's aus. Also, gucken wir mal, wie viel. Na, einwandfrei läuft. So macht man das. Bis dann.